In diesem Video geht es um die Meiose. Das ist, genau wie die Mitose, ein Teilungsvorgang. Allerdings enden hier auch schon die Gemeinsamkeiten, obwohl das Wort Meiose, genau wie die Mitose, mit M beginnt und auf Ose endet, sind es zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorgänge. Wir müssen die sauber trennen und für die Überlegung beginnen wir erst einmal beim Vorgang der geschlechtlichen Fortpflanzung. Wir werden gleich sehen, warum. Voraussetzung für die geschlechtliche Fortpflanzung sind Keimzellen mit einfachem Chromosomensatz. Das wird beim näheren Durchdenken jeder einsehen, denn wenn ich bei geschlechtlichen Vorgängen zwei normale Körperzellen miteinander verschmelzen lasse, würde sich mit jeder Generation die Erbgutmenge verdoppeln. Um dem entgegenzuwirken, werden extra für die geschlechtliche Fortpflanzung Keimzellen gebildet, bei denen das Erbgut vorher halbiert wurde, damit es sich bei der Verschmelzung später wieder zu einem kompletten ganzen Chromosomensatz ergänzt. Die Natur hat es so gelöst, dass jede Körperzelle einen doppelten Chromosomensatz enthält. Das heißt, wir haben regulär das komplette Erbgut, komplett alle Erbinformationen, einmal vom Vater, einmal von der Mutter. Und für die Weitergabe an die nächste Generation wird eine Keimzelle erzeugt, die wiederum nur einen einfachen Chromosomensatz hat. Das heißt, es wird von jedem Chromosom ausgesucht, nehme ich das vom Vater oder das von der Mutter. Damit gibt es sehr viele verschiedene Kombinationen, welches Erbgut weitergegeben werden kann. Zellen mit einfachem Chromosomensatz bezeichnen wir als haploide Zellen. Solche Zellen brauchen wir, damit sie, wie gerade gesagt, sich beim Befruchtungsvorgang zum doppelten diploiden Chromosomensatz ergänzen können. Meiose ist also die Bezeichnung für diesen Teilungsvorgang, bei dem haploide Keimzellen erzeugt werden. Haploide Keimzellen, also Eizellen, Spermienzellen oder bei Pflanzen die Zellen in den Pollenkörnern. Schauen wir uns den Vorgang im Einzelnen an. Wir gehen von einer diploiden Zelle aus, in diesem Fall eine Zelle mit drei Chromosomenpaaren, die hier farblich unterschiedlich gekennzeichnet sind. Zunächst, was bei der Mitose nicht passieren würde, ordnen sich die Chromosomen nicht nur in der Äquatorialebene an, sondern paaren sich auch, sodass die Spindelfasern nicht an den beiden Seiten eines Chromosoms angreifen, sondern an den beiden Chromosomen eines homologen Paars. Die werden nun zu den Seiten gezogen und das Produkt dieser ersten meiotischen Teilung sind zwei Zellen, bei denen jeweils ein Chromosom zu einer Seite gezogen wurde. Die erste meiotische Teilung produziert also schon eine Zelle oder zwei Zellen, bei denen jedes Chromosom nicht mehr als Paar, sondern nur noch einfach vorliegt. In einem zweiten Teilungsschritt, der sieht nun ziemlich aus wie in der Mitose, werden nun auch die Chromatide eines Chromosoms geteilt. Insgesamt erhalten wir also vier Zellen nach der zweiten meiotischen Teilung. Und bereits nach der ersten meiotischen Teilung haben wir eine haploide Zelle, das ist nach der zweiten auch der Fall, nur dass hier die haploiden Zellen aus Einchromatidchromosomen bestehen. Einen kleinen Unterschied gibt es bei der Produktion von Spermien gegenüber der von Eizellen. Bei der Spermatogenese, also der Bildung von Spermienzellen, entstehen, so wie es hier eben gezeigt worden ist, vier gleich große Keimzellen. Das verwundert nicht. Der Sonderfall liegt eher in der Eizellenbildung. Hier sieht es so aus, dass in der ersten Teilung sehr, sehr ungleich geteilt wird. Es entsteht eine sehr große Zelle und eine sehr kleine. Die große Zelle teilt sich abermals, manchmal auch die kleine, und es entstehen insgesamt also eine große und drei sehr kleine Zellen, eine Eizelle und drei Polkörperchen. Die Polkörperchen sind im Wesentlichen funktionslos, auch die zweite Teilung des Polkörperchens, hier gelb eingeklammert, muss gar nicht zwingend stattfinden. Wichtig ist vor allem, dass eine große Eizelle entsteht.
Das liegt daran, dass die Eizelle eine komplette Ausstattung der späteren befruchteten Eizelle benötigt, inklusive Dottervorrat. Und da wäre es ungut, die Größe allzu sehr zu reduzieren. Meiosefehler sind nun immer wieder dafür verantwortlich, dass Chromosomen auch mal fehlverteilt werden können. Wenn man sich den Vorgang auf der Zeichnung der letzten Seite anschaut, liegt es nahe, dass die Spindelfasern durchaus auch einmal ein Chromosom zur falschen Seite ziehen können. Dabei entstehen Eizellen oder Spermienzellen, bei denen eben nicht jedes Chromosom genau einmal vorhanden ist, sondern unter Umständen doppelt oder überhaupt nicht. Wir haben bereits im letzten Video diskutiert, dass solche Fehler nach der Befruchtung zum Abweichen von normalen Genotypen führen und dass solche Fehler, so häufig sie vorkommen, ganz, ganz selten überhaupt sichtbar werden, weil normalerweise bereits der befruchtete Keim oder der Embryo oder spätestens der Fötus abstirbt und ganz, ganz oft dieser Fehler unbemerkt bleibt auf diese Weise. Ein Abweichen vom normalen Genotyp 46XX oder 46XY, zu Deutsch 46 Chromosomen, davon die Geschlechtschromosomen XX, beziehungsweise 46 Chromosomen mit den Geschlechtschromosomen XY oder wie der Normalmensch sagen würde, Frau oder Mann. Ein Abweichen davon ist in den allermeisten Fällen tödlich, wie der Wissenschaftler sagt, letal. Und nur bestimmte Sonderfälle sind tatsächlich lebensfähig. Im Fall der Trisomie 21 sehr bekannt. Wir haben eine fast normale Lebenserwartung. Oder im Fall der chromosomalen Fehlverteilungen, Stichwort Turner-Syndrom, Klinefelter-Syndrom, im letzten Video diskutiert, da kann das auch passieren. Alle anderen Fehler tauchen natürlich genauso oft auf, kriegt man aber in der Praxis überhaupt nicht mit.